Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Review. Heute mal was anderes. Heute zeige ich euch mal Christine aus dem gleichnamigen Film, und zwar als Modell von Adele. Und der Maßstab ist 1:18, und wie ihr sehen könnt, ein riesen Geschütz als Modell im Maßstab 1:18 und äußerst detailliert. Ja, ist klar, da der so ein extravagantes Modell, was mittlerweile im Preis wirklich gestiegen ist. Ich habe es damals vor vier, fünf Jahre habe ich es gekauft für 60 Euro damals. Und mittlerweile ist das, glaube ich, habe ich mal letztes Mal gesehen, in der Version, die wirklich Christine ist, bei 100 Euro jetzt schon rüber. Und gibt noch andere Varianten, einmal in Schwarz und einmal in Weiß, wo die eine Seite dieses silberne Dekoration Gold ist. Und ja, die sind billiger, die kosten, glaube ich, 30 jetzt noch. Die sind wohl nicht so gefragt wie Christine. Naja, okay, auf jeden Fall. So, fangen wir erstmal vorne an. Und zwar sehen wir hier schön detailliert die Front. Wirklich super gemacht von der Firma Adele. Und man sieht hier schön den Schriftzug oben, Plymouth, wenn er den fokussiert. Macht er jetzt nicht. Jetzt. Und haben wir dann das Nummernschild unten, das Originale, so wie es im Film auch war. Schön die Scheinwerfer. Stoßstange, Grill, also richtig sehr, sehr gut gemacht. Denn an den Seiten sehen wir schön die Weißwandreifen mit den Radklappen. Schön, also äußerst sauber lackiert. Hinten Reifen und dann das Heck. Da haben wir sehr schön den Schriftzug auf der Kofferraumhaube hinten. Da steht Plymouth drauf hinten. Auch hier haben wir dann wieder das Nummernschild. Denn die beiden Auspuffanlagen hier links, rechts, hier ist der Rückfahrscheinwerfer wohl drin. Denn schön die Rückleuchten hier, diese Heckflosse, sehr gut gelungen, diese Chromleiste hier hinten. Also wirklich top, kann man sagen. Ja, ringsherum hat er verdunkelte Scheiben wie im Film. Und vorne haben wir dann schön die Spiegel links, rechts, dann schön die Scheibenwischer und das Lüftungsgitter vorne. Ja, von unten sieht er halt ganz gut aus. Also wie gesagt, Auspuffanlage, man sieht ein bisschen den Motorblock. Hinten schlängelt sich schön die Auspuffanlage um die Hinterachse rum. Ja, das Einzige, was fehlt, ist die Antenne. Aber die haben wir auch, ist mir gerade aufgefallen. Die haben wir hinten dran. Da haben wir die Antenne. Außerdem können wir schön das Ersatzrad hinten sehen. Sonst gibt es eigentlich nicht groß was im Kofferraum. Man sieht ein bisschen den Radlauf da, die Radhäuser hinten da. Aber soweit wirklich top. Okay, dann können wir mal die Antenne ranstecken. Hier ist ein Loch und da haben wir dann die Antenne. So. Die wurde schon so mitgeliefert, die konnte man so anstecken. Das ist auch ganz gut, weil gibt den noch mal ein bisschen besseren Look. Christine ist, so wie sie hier steht oder auch im Film vorkam, ein 1958er Plymouth Fury oder auch Plymouth Belvedere. Die nehmen sich beide nicht viel, glaube ich. Und das der einzige Unterschied, eigentlich ist Christine ein Baujahr 57, aber in einigen US-Bundesstaaten war zu der Zeit noch nicht diese Doppelscheinwerfer erlaubt. Also haben sie die einfach umfunktioniert in einmal Blinklicht und einmal Normalscheinwerfer, Abblendlicht. Und ja, dort geht immer so ein Hin und Her, welche Baujahr das nun genau war. Und die haben ja im Film, glaube ich, 21 Autos gehabt oder 26, weiß ich jetzt gar nicht genau, jedenfalls ein bisschen über 20. Ich glaube 21 Autos waren, davon wurden alle zerstört, glaube ich, bis auf 3. Ja gut, dann können wir, natürlich gehen auch einige Parts auf, also einige Teile zum Aufmachen, zum Beispiel die Motorhaube. Können wir hier aufmachen. Und dann gibt uns das den Blick frei für zu einem wirklich
äußerst coolen Motorraum. Meine Kamera spinnt heute, die zoomt heute nicht ran. Ich weiß nicht, was sie hat. Naja. Schönen Motorraum, wie gesagt. Können wir wieder zumachen. Und dann haben wir noch die Türen, die kann man auch aufmachen. Und geben den Blick frei ins Innenleben. Das ist nicht so originalgetreu wie im Film halt, weil die Sitzgarnitur war rot-weiß und das Armaturenbrett war rot. Aber ist ja, bei mir steht der sowieso nur eigentlich unter der Vitrine und man kann sowieso nicht reingucken. Und trotzdem ist es sehr detailliert, das Lenkrad drinne, das Cockpit, Pedale unten. Ja, sehr gut gelungen. Und ein kleines Gimmick hat er noch, und zwar ist das, oder hat sie noch, ist das da, hier unten befindet sich so ein kleiner Schalter. Und wenn man den umlegt, haben wir vorne schön die Scheinwerfer, die dann leuchten. Und sieht im Dunkeln wirklich klasse aus. Also richtig hell, das sind LEDs, das sind keine normalen Lampen drin, sondern richtig LEDs drin. Die halten lange und entwickeln auch keine große Hitze. Und sieht natürlich, wie gesagt, sehr, sehr cool aus im Dunkeln, also wenn es dämmert. Allerdings nehme ich die Batterien eigentlich immer raus, wenn er unter der Vitrine steht oder wenn sie unter der Vitrine steht. Ja, soweit war es das erstmal und man kann nicht mehr dazu sagen. Wie ihr seht, sehr detailliert, äußerst gut gemacht. Und ja, wenn ihr die Gelegenheit habt und Fan von Film und speziell Moviecast seid, dann ist das wirklich eine gute Investition. Und ja, das war's dann erstmal von mir.